Hallo Leute, ich hoffe es geht euch gut. Heute wollte ich euch die Glossy Box vorstellen. Die ist jetzt auch in der Schweiz erhältlich. Yay, endlich. Auf der Homepage konnte man sich eintragen, damit man, wenn die Glossy Box erhältlich ist, eine E-Mail bekommt. Und das war der Fall und ich habe am gleichen Tag bestellt. Die ersten 100 Bestellungen hatten noch eine Überraschung in dem Paket. Und diese Überraschung habe ich gekriegt. Yay! Was noch zu sagen ist, die Glossy Box gibt es in verschiedenen Ländern. Also ich wollte es unbedingt ausprobieren, weil ich dachte, dass die da sicher gute Marken haben und gute Verträge mit den High-End-Marken. Und das war auch der Fall. Also ich zeige es euch jetzt mal. Die Glossy Box sieht so aus. Rosa. Und wenn man es auftut, wie jede Beauty Box, eine Schleife. Und dann macht man das auf und das in die Produkte. Und da kommt auch noch eine Beschreibung dazu. Und als erstes gab es diese Kiehl's Ultra Facial Moisturizer. Das ist eine Gesichtspflege. Und für alle Hauttypen. Das ist noch wichtig, weil manchmal sind... Ja, manchmal bekommt man Produkte, zum Beispiel Anti-Age-Produkte und ja, 10-Jährige und 14-Jährigen brauchen das ja nicht. Und ich muss sagen, es ist sehr frisch und es ist sehr gelartig und es gefällt mir, bis jetzt. Ist nicht schlecht, Kiehl. Kiehl's habe ich noch nie gesehen in der Schweiz. Bin ich gespannt, die Gesichtscreme auszuprobieren. Und darin sind 30 ml Produkt. Also es ist eine Reisegröße. Dann von Lancôme habe ich diesen Genifique. Das ist... Es sagt hier, in der Tiefe der Haut trägt das Konzentrat Aktivstoffe an, die zur Bildung von Proteinen für einen jungen, strahlenden Teint führen. Darin sind 7 ml Produkt und das ist so ein Fläschchen mit einer Pumpe. Oh. Okay. Ja. Da pumpt man. Und dann kommt das Produkt raus. Ja, sicher etwas für die Augenpartie. Dann, ich bin immer froh, wenn ein solches Produkt dabei ist. Und zwar ist das von L'Oreal. Einen sehr schönen Nagellack. Es ist noch schwierig zu beschreiben, weil es sind Glitzerpartikel darin und es ist so grau, grün... Ja, grau-grün. Sehr schön. Und die Farbe ist die 608. Sehr schön. Originalgröße. Dann weiter. Maria Galland. Das ist ein Gloss. Ein roten Gloss. Und von der Konsistenz ist es sehr cremig. Ich zeige es euch. Aber es ist sehr cremig und auf den Lippen ist es sehr, sehr pflegend. Also es ist wirklich, für den Winter ist es super, weil es pflegt die Lippen. Und darin sind 5 ml, das genügt schon für eine Weile und kostet 19 Franken. Dann noch ein Shampoo. Ein Shampoo von Paul Mitchell, also die
Shampoos von Paul Mitchell sind richtig gut. Mein Bruder hat in einem Coiffeurgeschäft gearbeitet, wo er diese Marke vertrieben hat. Ich bin gespannt, wie das Produkt ist. Avapoui Shampoo, super rich wash, super reichhaltige Reinigung. Und der Duft ist richtig fein, so ein bisschen rosig und frisch, blumig, nach Süßem. Es ist richtig gut. Und darin sind 50 Milliliter, also nicht schlecht. Also ich muss sagen, es sind alle High-End-Produkten, was mir sehr gefallen hat. Das hat mir auch überzeugt, weil in einigen Beauty-Boxen gibt es Elf oder Manhattan-Produkte und das sind für mich keine High-End-Produkte. Die ersten 100 Bestellungen hatten noch einen Geschenk bekommen und den habe ich. Ich bin unter den 100 Bestellungen. Yay! Und das ist ein Lippenstift von der Glossy Box. Für den Herbst ist das eine super Farbe. Und ich swatche es euch. Sehr schön. Auf den Lippen ist es ein bisschen trocken. Also man muss schon die Lippen gut schön pflegen. Aber die Farbe gefällt mir ganz gut. Also, im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Es war eine limitierte Edition. Ich hoffe, dass die zweite Beauty Box auch so toll sein wird. Ich habe schon die Pink Box und die My Glam Box, aber die hatten mich nicht so überzeugt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!